Aber Russland setzt nicht nur im Krieg Waffen ein, sondern setzt auch international seine Energielieferung als Waffe ein. Deshalb können wir spätestens nach den Zerstörungen an den Pipelines, den Gaspipelines in der Ostsee sagen, auf absehbare Zeit wird Gas aus Russland nicht mehr geliefert werden. Wir sind allerdings auf diese Situation gut vorbereitet. Wir haben Entscheidungen getroffen, die es uns ermöglichen, mit dieser veränderten Situation umzugehen.